In der Ferne ertönt der Äthan. Ich fange mit meinem Gebet an und ich wende mein Gesicht nach Mekka. Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Und dann die Worte, mit denen ich mich tröste, die richte ich nur an ihn, nur an Allah. Bitte führe mich den rechten Weg, den Weg, der mich zu dir führt, den Weg, denen du Gnade erwiesen hast. Das Gebet ist nicht nur Ritual, das man tut jeden Tag fünfmal. Nein, es ist ein Gespräch mit dem, der mich erschaffen hat. Alles Lob gebührt nur Allah. Drum fang ich an mit Alhamdulillah. Du bist der Allerbarmer, der Barmherzige. Bitte führe mich den rechten Weg, den Weg, der mich zu dir führt, den Weg, denen du Gnade erwiesen hast. Führe mich den rechten Weg, den Weg, der mich zu dir führt, nicht den Weg, der die Irre geht. Wie allein folgen wir, nur du kannst uns führen. Wie allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe und um Gnade. Bitte führe mich den rechten Weg, den Weg, der mich zu dir führt, den Weg deren, denen du Gnade erwiesen hast. Bitte führe mich den rechten Weg, den Weg, der mich zu dir führt. Bitte führe mich den rechten Weg, den Weg, der mich zu dir führt, den Weg, deren du Gnade erwiesen hast. Allah, bitte gib uns die Kraft, die uns zu guten Muslimen macht, denn du